Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema Fotografieren bei direktem Sonnenlicht. Viel Spaß! Ich bin Fotograf und Fototrainer und heute gebe ich dir 4 hilfreiche Tipps, wie du gerade jetzt auch im Sommer bei direktem Sonnenlicht besser fotografieren kannst. Tipp Nummer 1 klingt komisch, ist aber so: Gehe raus aus der Sonne, gehe in den Schatten. Das kann neben einem Gebäude sein oder unter einem Baum oder unter einer Brücke, wo auch immer. Such dir einen Platz, der genug Schatten wirft, dass dein Model oder das, was du fotografieren möchtest, im Schatten steht, und schon hast du das Leben total einfach. Kannst deine Belichtung quasi auf das Objekt so einstellen, dass du im Schatten wunderbar fotografieren kannst. Tipp Nummer 2, stell dein Model mit dem Rücken zur Sonne. Das heißt, du fotografierst dann auch schon fast in die Sonne hinein. Musst ein bisschen aufpassen, weil du dadurch Kontrast verlierst und weil du auch Sonnenflares im Objektiv haben kannst, also im Bild am Ende, die nicht immer gut aussehen. Das hängt ein bisschen auch davon ab, wie das Objektiv darauf reagiert, was du verwendest. Probier das ein bisschen aus. Ich glaube, mit etwas Feintuning kann man da relativ gut mit umgehen. Tipp Nummer 3, benutze einen Reflektor. Und zwar diesen hier zum Beispiel. Das ist ein ganz einfacher Faltreflektor. Total günstig auch beim Amazon. Ich packe mal den Link unter dieses Video. Ihr könnt aber auch einen Aufhellblitz benutzen. Diesen hier, das ist auch ein ganz einfacher von Yongnuo. Oder einen Aufhellblitz hier, der an der Kamera verbaut ist, funktioniert genauso. Auch in diesen recht einfachen Einsteigerkameras ist es schon relativ gut. Das Einzige, wo man aufpassen muss, ist der Look, der am Ende entsteht. Durch den Blitz kann es sehr schnell künstlich aussehen oder man sieht sehr stark, dass geblitzt worden ist. Das ist nicht immer vorteilhaft und schön anzuschauen. Da musst du ein bisschen ausprobieren, was am Ende gut aussieht und was nicht. Ich finde den Look von den Reflektoren etwas angenehmer, weil er natürlicher wirkt und du das Umgebungslicht quasi auffängst und dann auf das Model wieder drauf wirfst. Dein Model kann auch diesen Reflektor festhalten, wenn du zum Beispiel nur Oberkörper oder Headshots machst. Dann brauchst du auch niemand Zweites mit dazu. Dann kann es quasi diesen Reflektor so halten und kann sich selbst so ein bisschen aufhellen und dann kannst du schon wunderbar einfach fotografieren. Wenn du mit Assistent arbeitest, hast du es natürlich noch einfacher, denn die Person kann dann von sich aus mit dem Reflektor so arbeiten, dass du immer ein relativ gut belichtetes Objekt hast. Und Tipp Nummer 4 ist etwas ähnlich wie der erste Tipp. Du gehst in den Schatten und suchst dir einen Bereich, der von sich aus schon etwas Licht zurückwirft. Das kann zum Beispiel eine Hauswand sein, das kann ein Fußboden sein, das können helle Gehwegplatten sein. Also da muss man auch ein bisschen gucken, was man vorfindet on location. Und wenn man da relativ gute Lichtsituationen schon mitfindet, dann wird man, glaube ich, auch relativ gut auch Bildergebnisse erzielen können, ohne dass man einen Reflektor benutzt. Das Einzige, wo du aufpassen musst, ist natürlich, welcher Farblook erzeugt wird durch die Reflektion. Denn es kann sein, dass der Fußboden, wenn er gelb oder grün ist, dementsprechend auch gelbes oder grünes Licht zurück ins Gesicht geworfen wird, wenn es denn stark genug reflektiert. Da musst du ein bisschen aufpassen, dass das von dem Farbtuning gut passt. Ansonsten hast du dann ein einfaches Spiel, wenn du dort quasi so viel vorfindest, dass genug Licht wieder zurückreflektiert wird. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen für deine Fotografie draußen bei Sonnenlicht. Wenn ich etwas vergessen habe, schreib das gerne in die Videobeschreibungen unten rein, in die Kommentare. Ich freue mich über jeden, der sich hier wieder beteiligt. Da haben wir auch alle etwas als Community davon. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!